Immer mal wieder am Rumshakern die beiden, aber trotzdem beste Freunde. Na, guck mal, ihr redet sogar gleich miteinander. Plaudern. Gnanus kitzeln. Nein, das ist sehr sexuell, fast schon. Nicht eine Techte... Nein, du bittest sie jetzt bitte nicht um in eine Techtemächte. Macht ihr denn? Warum, wo geht ihr denn jetzt hin? Sportmassage durchführen, ist klar. Daisy, ist klar. Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu Wonder Baby Challenge! Yay! Ja, letzte Folge war ja romantisch. Unsere gute Erika hat ein Date gehabt und rumgeschmust. Offiziell war es kein Date, exakt. Weil sie haben trotzdem rumgeschmust, aber sie kann sie jetzt nicht mehr mit ihm rumschmusen, solange sie ein Teenager ist. Deswegen müssen wir alles dafür geben, dass sie schnell erwachsen wird und mit ihm zusammenziehen kann und vielleicht sogar eine Hochzeit haben kann. Junges, junges, junges Glück. Das ist mein Ziel auf jeden Fall. Sie muss glücklich werden. Es ist zwar ein bisschen gemein, weil bei den anderen zweien habe ich niemanden wirklich, aber vielleicht schaffen wir das jetzt ja noch am Sonntag, den auch jemanden zu finden. Aber Erika ist halt auch Abschlussballkönig. Und die anderen ist niemand ist Närrin geworden, obwohl die Chloe. Ja, egal. Details. Fakten. Aber erstmal geht es darum, die kleinen Kinder zu Kindern werden zu lassen. Und dann können wir ja nochmal gucken, ob wir vielleicht dann nochmal unterwegs sind und auch für Chloe und Floretta wen finden. Dann, oh, dann können die alle zusammenziehen. Vielleicht heiraten sie dann nicht, sondern das ist dann so eine WG mit ihren Liebsten zusammen. Das würde ich gut finden. Aber mal schauen, mal schauen, mal schauen, ob wir das hinkriegen. Wir haben jetzt auf jeden Fall viel vor. Wir haben die gute Scarlett und Scarlett braucht noch ein bisschen was. Was brauchst du denn? Du bist aber zumindest fit, das sehe ich gerne. Dann mach doch Töpfchen zu Ende und mach Bewegung. Aurelia, du musst noch Töpfchen. Okay, dann mach noch Töpfchen bitte. Wie sieht's bei dir aus? Dann komm mal hier runter bitte und mach Denken und Töpfchen, okay? Komm mal runter bitte. Nicht heulen, danke. So. Du kannst doch mal ins Bett gehen, meine Liebe. Du stinkst auch. Ich weiß auch gar nicht, was mit dir los ist. Aber du bist in Ohnmacht gefallen. Naja, passiert. Dann kannst du auch mal bitte... Und du bist ja richtig noch gut drauf, ne? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Daisy, du kannst doch noch mal bitte weiter was stricken. Ein Kleinkindschrampler. Den Frosch bitte. Dankeschön. Hast du noch nichts auf Etsy verkauft? Wir haben doch so richtig geile Sachen gerade. Oh nein, was ist denn da los? So. Legt mal los, ihr beiden. Beziehungsweise ihr drei. Ich hab schon ein Kind unterschlagen hier, ne? Schwierig, Sanna. Ich hoffe, du hast es gleich geschafft, meine Liebe. Also, du hast Töpfchen geschafft. Du bist gleich durch. Sage, sehr gut. Dann geh mal aufs Töpfchen, bitte. So, wenn du durch bist, gehst du mal schlafen. Dann weiß ich schon, dass du ready bist hier. Und du gehst dann auch gleich ins Bett. Ja, Aurelia. Sehr gut. Was? Hast du es? Nein, 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 nein. Noch nicht. Noch nicht. Gleich. Und Sage, du bist jetzt noch ein bisschen hinten dran. Du musst jetzt hier hin und her gehen. Jetzt darfst du, Scarlett. Jetzt darfst du ins Bett gehen. So. Sage muss noch ein bisschen ran. Und dann, ich vermute, dass der Kuchen ja schon... Ja, der wurde schon angeschnitten. Dann bedeutet das, du musst leider noch mal einen Kuchen machen. Und dann ist es Zeit. Endlich. Kannst du mir erklären? Also ich meine, es ist schön bestimmt in der Badewanne zu schlafen, aber du kannst auch gerne hier oben bitte schlafen, okay? Du hast ein Bett, meine Liebe. Ich weiß, du bist sehr traurig. Du bist nicht nur sehr traurig aufgrund des Todes, sondern auch was da passiert ist, ne? Was? Qualität schlecht? Es ist aber... Oh mein Gott. Jetzt bin ich auch schon wieder... Seht ihr? Es ist immer was anderes wichtiger als die anderen beiden Zwillinge. Drillinge. Deswegen ist es schon schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Sehr gut. Jetzt nur noch wild abknödeln, nur noch Töpfchen voll machen und dann hast du's. Genauso wie deine Geschwister. Die sind auch ready dann. Du hast nicht mal Charisma Level 10? Oh, Daisy.
Aber du bekommst trotzdem alle Boys und Girls, die du möchtest. So, hast du geschafft? Hast du noch nicht, weil sein, nee, das kommt hier erst danach. Und danach kannst du auf Toilette gehen. Okay. Ja, Sage, hast du geschafft. Sehr gut. Dann geh mal schlafen. Du kannst ins Bettchen gehen. Die Torte wird gleich vorbereitet. Kannst du das eigentlich anschauen? Drehen, Rahmen hinzufügen. Ja, dunkles Holz. Oh, guck mal, wie edel das jetzt aussieht. Weiß? Nee, mach mal schwarz. Ich glaube, dann machen wir alles schwarz, ne? Damit hier das besser passt. Schön. Schön, schön, schön. Also manche Kinder sind verewigt, nicht alle, nur manche. Oh, ich habe gesehen, eben gerade das Jugendfest steht an. Ich würde da mal sagen, ihr Lieben, macht euch mal ein bisschen ready hier. Weil vielleicht läuft da ja jemand lang für unsere guten Drillinge. Dann bitte Scarlett. Spinnerin, wähle eine Nummer zwischen 1 und 4. Das ist 2. Mental, okay. Oh, interessante Haare auf jeden Fall. Dann kommt Aurelia dran. Aurelia, auch alles ready. Ist ein Genie. Wähle eine Nummer zwischen 1 und 4. Das ist 2. Auch 2. Okay. Und dann kommt Sage, der Werwolf. Yay, Sage liebt die Natur. Wie gut ist das denn bitte? Wähle eine Nummer zwischen 1 und 4. Das ist 1. Motorik hätte ich gefeiert. Okay, Kreativität ist auch schon. Okay, dann gibt es gleich ein kleines Umstyling. Und die Kids haben es wirklich geschafft. Yes! Dann machen wir doch erstmal mit Scarlett. Fangen wir an. Die Haare sehen schon also, finde ich gut. Gehen wir mal hier kurz durch, ob hier irgendwelchen komischer CC irgendwo ist. Nee, aber die Haare finde ich schon cool. Haben auf jeden Fall entsprechende Haare vom Papa. Und Scarlett, du bist eine Spinnerin. Oh, ich habe ja das neue Set. Ich kann ja mal das neue Set ausprobieren. Und da einfach mal Sachen von nehmen. Warum nicht? Das ist doch ganz cute. Überall das Set. Wir nehmen mal das Set. Oder so? Ja, warum nicht? Auch hier vom Set. Alles Set. Beziehungsweise haben wir ja nicht so viel für Auswahl, ne? Set. Oha. Ist auch mein Look. Warum nicht? Ist auch mein Look. Das ist gut. Das ist cute. Das akzeptiere ich. Da Partykleidung. Ja, ich habe jetzt gesagt, ich will jetzt die ganze Zeit dieses Set hier haben, ne? Ich habe das für mich selbst so limitiert. Naja. Egal. Nehmen wir. Okay, dann kommt Aurelia. Und vielleicht machen wir das nicht nur mit den Sets. Moment, es sah schon fast alles passend aus. So, hier die Schuhe nicht. Nur mal die, genau. Süß. Das können sie auch anhaben. Ja. Aurelia, bist du schon Fashion Model oder was hier? Also die Schuhe sind hier vielleicht nicht die besten, aber ich finde das alles gar nicht manchmal so schlecht, was sie so automatisch anhat. Bin erschrocken. Ui, Aurelia. Das war das schnellste Umstyling, was ich jemals hatte für ein Kind. Nicht schlecht. Okay, da sehe ich. Auf einmal Scar. Sage hat auf einmal Make-up drauf. Ja, okay. Ich habe nichts gegen Make-up, aber vielleicht noch nicht in deinem Alter, okay? Gehen wir hier durch, ob noch irgendwo Make-up drauf ist. Ach so, nur wenn er schlafen geht oder was. Ja. Okay, dann würde ich noch andere Haare. Irgendwie finde ich diesen Schnitt für ihn nicht so passend. Also das wäre natürlich passend auch zu seinen Geschwistern, ne? Dieser Look mit den entsprechenden Raster. Ich glaube, das nehmen wir. Mal gucken, wie er sich dann weiterentwickelt. Ja, nee, du. Ja, zeig mal, wer du bist, ne? Zeig mal, dass du ein Werwolf bist. Und dann hast du sowas an hier. Dann machst du so, ja. So. Okay. Das passt. Das geht auch. Sage ich nichts gegen. Mach so, genau. Das geht für mich auch, bloß die Schuhe nicht. Und dann? Na, das. Also wäre das orange, würde ich nicht sagen. Die Hose. Okay.
Dann haben wir auch den guten Sage. Okay, ihr Lieben, dann kümmern wir uns nochmal hier um eure Bedürfnisse, weil das ist relativ wichtig, wenn wir jetzt gleich zum Jugendfest gehen, dass es euch allen ganz okayisch geht. Gut, du gehst bitte baden. Du musst ein bisschen was machen, was Spaß macht, dann kommen wir hierher. Ich möchte ja nicht, dass dein erster Tag als Kind nicht gut ist, ne? Du müsstest auch mal duschen gehen. Gucken wir mal. Du musst nicht mal baden. Chloe, komm da bitte raus. So. Ja, nimm einfach was zu essen, okay? Du kannst schon zum Kühlschrank gehen, bitte. Okay, dann isst den Rest da von dem, okay? Oh Mann, warum ist denn das hier alles kaputt jetzt? Geh bitte wild duschen. Daisy, du hast dich noch nicht geduscht. Doch, hast du. Oh, was ist denn hier los? Hast du sie einfach umarmt? Das ist aber lieb von dir. Und irgendwer hat den Kuchen gegessen, natürlich. So, dann meine gute Daisy, kannst du auch mal hier ein bisschen sauber machen. Mach das doch mal. Das stinkt hier so sehr. Jetzt sind die Kinder aber größer. Die können jetzt, kann jetzt das Zimmer wieder ein bisschen besser aussehen, okay? Und möchtest du mal mit deiner Flamme reden? Bald seid ihr zusammen. Oh, ihr Zuckermäuschen. So, aber jetzt warten wir erstmal, bis hier alle in Ordnung sind, dass wir zum Jugendfest gehen können. Habe ich dir nicht auch gesagt, dass du hier spielen sollst? Es ist ja alles kaputt hier gerade. Was ist denn hier los? Ja, wir ersetzen jetzt hier alles. Also irgendwie ist ja keine Ahnung, warum hier alles so kaputt geht. Da unten das Bad ist jetzt... Also, was ist denn hier los? Hier geht alles kaputt. Wer bist du? Julia? Nee, du. Ich habe gar keine Zeit für dich gerade. So gar nicht. Okay, also sie räumt jetzt gerade alles auf. Also ich dachte, wir gehen jetzt mal zum Jugendfest. Daisy. Ich habe doch gesagt, du sollst da nur aufräumen. Ja. Und ich habe nur gesehen, dass wir den Meilenstein ein bisschen vorangebracht haben. Und ich noch gar nicht geguckt habe, was ich machen muss. Daisy. So, aber jetzt. Jetzt geht's zum Jugendfest. Wir müssen noch jemanden noch finden für die anderen beiden. Okay, ihr seid ready. Sehr gut. Dann, ihr Kids, kommt mal hierher. Experimentiert mal ein bisschen. Und du malst. Du willst ja eh kreativ sein. Sehr wütend. I'm sorry. Ich würde ja gerne, dass du deinen Boyfriend einlädst, aber du kannst es nicht. Das ist jetzt nicht mehr erlaubt. Das ist nicht mehr legal, eure Liebe. Was soll ich sagen? Ich würde gerne was anderes sagen dazu, aber ist nicht. Gibt es hier jemanden, mit dem du hier flirten kannst? Nee, junger Erwachsener. Dann setz dich mal hier hin. Du setz dich hier auch hin, bitte. Und Daisy? Rede doch mal mit ihm hier. Selfie mit Yamashian machen. Mach das doch mal. Oh, hier ist ein Kind am Spielen. Okay, hier sind schon ein paar... Oh, was? Isao, natürlich kenne ich dich noch. Oha, wer ist hier? Hallo. Mirko, Erwachsener. Schwierig. Ich habe mich nicht nur mit Willi angefreundet. Nicht nur angefreundet. Noch ein bisschen mehr gemacht. Okay, sehr gut. Hallo, Christian. Müsste ich jetzt nicht mit so einem Inselgeist rummachen, du Christian? Ich sag dir. Dachte schon, ein fremdes Kind? Ach nee, doch nicht. Ihr seid verwandt. Aber Marvin ist da. Habe ich natürlich erkannt. Und das Sommerfestival. Ihr könnt jetzt hier alle ein bisschen Spaß haben, bitte. Okay. Warum machst du denn... Nein, Nani, warum über den Sensenmann reden? Warum? In dieser Welt sterben sehr viele Menschen immer mal wieder. Ja, redet mal hier über das Sommerfest. Ja, hören an Tröten und so. Sommerfestivalzeit. Yay! Wow! Auf geht's! So, du willst hier was trinken? Oder was zu trinken? Schütteln? Nee. Kannst du sterben? Nee, ich möchte einfach nicht, dass du stirbst, Floretta. Irgendwie habe ich das Gefühl bei dir, ich lebe sehr gefährlich mit dir. Irgendwie könntest du jederzeit sterben. Irgendwie habe ich das Gefühl. Na, Sage? Du sitzt da so außen vor, weißt gar nicht so, was du tun sollst, ne? Ja, erzählt mal ein bisschen über diese tolle Stimmung hier. Ihr habt alle sehr Spaß, ne? Habe ich den Eindruck. Vielleicht gehen wir noch nach San Michoro, weil irgendwo sollen wir ja Festivalstände da haben. Vielleicht... können wir dann noch ein Feuerwerk steigen lassen. Ein gutes Sommerfestival haben. Es ist auch schwierig, mit so einem Haushalt hier ein gutes Festival zu haben. Geh doch hier mal auf Toilette. Hier sind doch Toiletten, oder nicht? Da, geh hin. Sei doch nicht doof. Geh einfach auf Toilette. Das ist auch nicht so schwierig, ihr Lieben.
Ja, und jetzt ist das Festival auch schon vorbei. Cool, 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 cool. Ja, irgendwie ist es doch sehr schwierig. Wir fahren jetzt nach San Michonu. Und hoffe, dass ich da Feuerwerkssachen kaufen kann. Dass die noch ein gutes Sommerfestival haben. Ich glaube schon nicht mehr. So wie die sich jetzt hier gerade anstellen. Gucken wir mal. Reisen wir ein bisschen. Okay, alle müssen ziemlich dringend auf Toilette. Cool, cool, cool. Ich habe alles unter Kontrolle. Ist nicht hier draußen sonst noch Toilette gewesen? Ja. Naja, zumindest kannst du hier irgendwas machen. Vorhin, nee, Feuerwerk können wir nicht kaufen. Ja, schade, ne? Ja, okay, lass uns einfach... Jetzt hat Daisy auch noch dahin gepinkelt. Oh Gott, nee. Gut, es soll nicht sollen sein. Sie sollen keinen guten Feiertag haben. Ich meine, es war auch einfach viel zu viel los. Okay, Daisy. Was war das denn jetzt gerade? Warum hat der dann noch gearbeitet? Naja, geh einfach schlafen. Du gehst bitte hier hin. Ihr macht das alles schon. Das war ja katastrophal. Du kannst einfach auch hier schlafen kommen. Nee, wir haben auch nicht mal genug Betten, glaube ich, ne? Naja, egal. Sind alle jetzt krank geworden langsam? Ja. Naja. Wird immer besser hier. So, dann kommst du bitte auch mal schlafen. Chloe, du fehlst noch, ne? Daisy, bist du sehr müde? Nee. Dann machen wir mit dir erstmal weiter. Chloe ist nämlich ein bisschen wichtiger gerade, weil Chloe muss morgen zur Schule. Was müssen wir denn jetzt machen eigentlich dafür? Strickpullover jemand anders zeigen. 3 Strickarbeiten erfolgreich verschenken. Und 10 ausgezeichnete Strickarbeiten abschließen. Okay, also muss sie jetzt erstmal stricken, 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 stricken. Dann würde ich mal sagen, dass wir ein bisschen was stricken werden mit dir. Hi Willow, na? Bist du der Profigärtner? Weil hier stinkt es immer noch. Ich warte eigentlich nur drauf, dass mal der Profigärtner kommt. Ich habe so den Eindruck, dass er nicht kommt. Gartenservice bereits geplant. Ja, wann denn? Das ist eine Lüge bestimmt. Ja, ich habe kein so gutes Sommerfestival. Ich weiß. War grauenhaft. Ist vorbei zumindest. Grauenhaft, grauenhaft, grauenhaft. Ich habe alles gegeben, ihr Lieben. Ich habe alles gegeben. Ihr wart schwierig, nicht ich. Und ich wollte eigentlich wen Neues für die beiden kennenlernen. Und es war niemand da. Ah, was hast du? Angst vor Gedränge. Es sind einfach zu viele Sims in der Nähe. Quirte ist angespannt. Tut mir leid. Ich kann dich jetzt nicht aus meiner Nachbarschaft entfernen, du. Da musst du jetzt durch. Kannst du noch irgendwas anderes fortsetzen von diesen zigtausend Sachen, die du schon mal angefangen hast? Cool. Nein. Ach, Deko bitte. Wunderbar. Geht's dir sonst gut? Das ist sehr schön. Genau, Jedi Sage. Wütend. Nicht wütend sein. Sehr gut, Daisy. Und wenn die jetzt nämlich zur Schule gegangen sind, kannst du dann schlafen gehen. Macht ihr alle sehr, sehr gut. Schulzeit. Sehr gut. Oh, das ist das erste Mal, Daisy, dass du seit sehr, sehr, sehr langer Zeit alleine bist. Wenn die alle zur Schule sind. Oh, das ist mal sehr schön. So. Zeig doch mal hier Erika den Pullover. Kann ich denn diesen komischen Pullover zeigen? Ach, tragen. Okay. Ja, gut. Macht Sinn. Dann verschenken wir da erstmal Sachen. Erika, Socken. Wichtig. Damit du nicht erkältet wirst. Oder dich erkältest. So heißt das richtig. Auf geht's. Schickt mal Erika die Socken. Da freut man sich doch. Schöne Wollsocken. Denn Daisy ist langsam in ihr Alter, wo sie sowas verschenkt. Oh, wie Erika sich gefreut hat. Wie süß ist das denn? Oh, was, wie isst du denn bitte, Floretta? Was ist denn mit dir los? Hast du so viel Hunger oder was? Alle Schüler alleine wegschicken. Dankeschön. Auf geht's, ihr Lieben. Erstmal bekommst du noch Socken geschenkt, meine liebe Floretta. Ja, sehr schön. Jetzt könnt ihr aber auch alle zur Schule gehen, bitte. Und dann kannst du schon mal schlafen gehen, während hier alle fleißig lernen. Fleißig lernen, okay. Oh, dann bevor irgendwas anderes machen, lieber Rechnung bezahlen, das vergesse ich sonst. Haha, wie möchte ich leben? Haha, niemals würde ich Rechnung. Niemals würde ich Rechnung vergessen. Niemals. Gut, meine liebe Daisy, was machen wir denn jetzt mit dir, ne? So ganz alleine? Wow. Aber ich würde sagen, dass wir jetzt noch schnell
den Strickpullover anziehen. Und dann können wir unsere gute beste Freundin anrufen und ihr das zeigen und ihr nochmal Socken schenken. Ja, ja. Ich habe sie auch schon ein bisschen vermisst. Auch wenn das immer eigentlich unsere beste Freundin sein soll und nicht jemand, mit dem man flirtet. Aber hey, ist okay, ne, Daisy? Daisy. Ja, manchmal ist man so in Gedanken, ne? Dass man da einfach nicht das macht, was ich dir sage. Ruf mal bitte sie an. Dankeschön. Ja, sehr gut. Es wird gleich da sein. Da müssen wir kurz in das andere Outfit schlüpfen, damit du ihr das zeigen kannst. Hallo. Oh, sie freut sich. Sehr gut. Nicht eine Techte... Nein, du bittest sie jetzt bitte nicht um in eine Techte-Michte. Nein, nein, nein. Möchte gerne den Pullover zeigen, den ich anhab. Hallo? Und der sieht gar nicht so aus wie der hier. Naja, lass mal auf Plöpsi bitte. Oh, Plöpsi, vor allem Plopsi. So, und dann schenkt das bitte an Alicia. Und dann gucken wir mal, wenn wir das verschenkt haben, ob ich das jetzt ihr zeigen kann. Guck mal, sie freut sich auch. Verkuppeln, kann ich auch sagen. Oh, damit sie sich nicht an mich immer so ranmacht. Aber Daisy ist es ja auch. Naja. Stimmen beibringen. Hä? Ist das verbuggt? Oder geht das nicht als gestrickter Pullover? Also so wirkt es halt gerade, ne? Aber der war doch auch als Oberteil. Oh Mann. Dann müssen wir wohl doch was... Dann müsste ich doch nochmal einen anderen Pullover stricken oder so. So, meine Liebe. Ich hoffe, dir geht's gut. Kann ich dich verkuppeln? Mit wem will ich dich verkuppeln? Nee, lieber nicht. Nicht mit einem Kind von uns. Das ist sehr weird. Du kannst gerne auch mit deiner besten Freundin hier reden, ne? Oh nee, die räumt sogar auf. Ach, Alicia, einfach beste. Einfach beste, beste Freundin. Immer mal wieder am Rumschäkern die beiden, aber trotzdem beste Freundin. Na, guck mal, ihr redet sogar gleich miteinander. Plaudern. Oder doch nicht? Doch kein Bock mehr? Ich hätte euch plaudern lassen. Ja, dann umarmen sie doch nochmal zum Schluss hier. Sind schon zwei Cuties. Sie ist nur am Handy. Gnadenlos kitzeln. Nein, das ist sehr sexuell, fast schon. Was macht ihr denn? Warum, wo geht ihr denn jetzt hin? Sportmassage durchführen, ist klar. Daisy, ist klar. Da steht auch schon dein Sohn William und sagt auch so, ist klar, Mutter, ist klar. Wem willst du was vormachen eigentlich? Deine beste Freundin, ja, ja. Ja, und mit diesem Bild würde ich sagen, beende ich diese Folge. Ich habe leider keinen Love Interest für die anderen beiden gefunden. Vielleicht wird es nächstes Mal das sein, aber ich möchte mit Willy auf jeden Fall was machen. Und Erika. Ich hoffe, ihr feiert das auch. Wenn ja und ihr die ganze Folge mochtet, lasst gerne einen Like, Kommentar da und folgt mir gerne. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dann!